Ghost Town Games. Team 17. Made with Unity. Overcooked 2. Tja, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und das nennt sich Overcooked 2. Tja, wie ihr wisst, haben wir ja schon Overcooked 1 und das DLC The Lost Morsel durchgezockt. Und ja, wie versprochen geht's jetzt mit Overcooked 2 weiter. Aber wer ist natürlich dabei? Ich bin nicht. Der Volcano Man. Und ja, jetzt spielen wir das neue Overcooked. Bewege die Bildschirmränder so, dass alle Ecken vollständig sichtbar sind. Ich weiß nicht, ob du hast 60 Sterne brauchen wir. Du hast es nicht gesehen, aber dieses Ladet-Symbol ist einfach ein Hamburger. Ja, das habe ich schon gesehen. Was? Kurz nach der Teepause. Endlich! So lange habe ich auf diesen Moment gewartet, was wir alles durchgemacht haben, um diesen Nobelpreis zu gewinnen. Schau es dir an, Kevin, das berühmte Grimorium Gastronomicon. Aha. Oh, du. Und jetzt? Wuff! Wuff. Was? Wuff. Das ist nicht gefährlich. Stell dich nicht so an. Dieses Buch birgt das Geheimnis zu ewig währender kulinarischen Herrlichkeit. Löse in einer großen Schüssel Zucker in warmem Wasser auf und rühre dann Hefe ein. Lasse die Mischung gehen, bis die Hefe eine volle schaumige Form annimmt. Wuff! Mische Salz und Öl und vermenge es mit dem Mehl. Knete den Teig und bedecke ihn mit einem feuchten Tuch. Oh mein Gott, Digga. Was? Und dann lass ihn aufgehen. Oh. Was? Was ist denn das, Alter? Aufgehen, auferstehen. Ha, huch. Nein, nein, nein. So war das nicht gemeint. Jetzt ist es das Unbroten. The fuck? Hä? Wieder einfach so Stangen auf der. Da sind Schneidebrett. Alter, ich. Was soll denn das? Als meine besten Küche, also zumindest jene, die gerade hier sind, kümmert euch darum. Schlagt sie zurück. Die scheinen richtig hungrig zu sein. Also, fressen wir jetzt Brot? Wait, what? Was müssen wir denn überhaupt tun? Wer bin ich? Ja, ich bin der Coole! Ich bin die Ratte, oh mein Gott, hä? Nehmt noch einen Salat da drüben. Jetzt gebe ich dir das. Boah, die Animation! Boah, das ist ja richtig geil! Alter, wie cool das hier alles aussieht! Und dann abgeben. Ah. Jetzt müssen wir Tomatensalat machen. Was sind denn das dann da oben eigentlich für komische Zeichen? Ja. Oh, hier sind Gurken. Sehe ich gerade. Ist doch egal. Ja, aber. Ah, jetzt brauchen wir auch Gurken. Oh, jetzt müssen wir Gurkensalat machen. Ui, das ist dann jetzt schon ein bisschen. Oh, warte, hab ich die Gurken überhaupt fertig geschnitten? Ja, hast du. Die sah so unfertig aus. Alter, wie geil! Trinkgeld mal 2. Ja. Oh, gönn dir mal. Was denn? Und links. Hä? Warum brennt das jetzt so? Weil wir einen Ultra-Boost haben. Ah, oh mein Gott. Ach, weil wir so schnell sind, oder was? Ja, weil wir keinen Fehler haben. Ah, hä, geil. Gib mir eine Gurke. Ja. 520! Alter, direkt 2 Achievements. Das Problem ist halt, Leute, wir dürfen halt nicht mehr so laut sein, weil wir es leider schon 1 Uhr haben, ne? Diese Horde ist zu gefräßig. Wuff, wuff. Nein, spiel nicht den Helden, Kevin. Schnell, zurück zum Schloss. Rückzug. Vor allem, die stehen da einfach bei den Zombies so. Ja, die sind immun dagegen, weißt du? Tastenspieler, was? Das geht alles viel zu schnell. Oh, da unten ist der Burger. Ihr seid vielleicht meine besten Köche, aber ihr müsst noch lernen, wie man mit einem solchen Appetit umgeht. Kevin und ich können die Beute aus dem Schloss heraushalten. Beute. Vorerst. Achso. Aber wenn die Unbroten vom Schloss aus über das Land herfallen, ist das ganze Zwiebelreich in Gefahr. Wir müssen schnell handeln. Wuff. Natürlich die königliche Küchenkutsche. Sie hat ja gerade erst ein Upgrade erhalten. Wieder einmal scheint ihr Köche unser Königreich retten zu müssen. Also nehmt euch mein Fahrzeug, fahrt los, lernt ein paar neue Rezepte und um Zwiebels Willen lernt endlich zusammenzuarbeiten. LOL, ich kann chatten. In der Tat.
Ich streiche durchgehend Kevin. Wird abgewaschen, wird vorbereitet. Ach hier. Wird serviert. Und ich kann mich beschweren. Wird gekocht. Mit Gefühl bitte. LOL. Weil ich beleidigt habe. Ach so. LOL. Man kann Emotes machen mit E. Was kann man dann? Haben wir jetzt wieder eine Welt? Ja, wir haben eine Welt. Wow. Spielmodi. Spiele die Levels in verschiedenen Spielmodi. Dein aktueller Spielmodus wird in der oberen rechten Bildschirmecke angezeigt. Story. Ah. Cool. Alter. Oh, Junge, wie... Ey, da sind die Unbroten. Und wie geil. Man kann einfach rumdashen. Wait. Ach, du Scheiße. Nein, nein, du spoilerst. Nein, ich will nur ein bisschen wissen, wie groß die Map ist. Darf ich... Du hast einen Unbroten. Ja. Yeah. Wir vernichten sie. Ne, die... Ah, guck mal, da siehst du auch, wie... Warte mal. Jetzt gehen wir auf das Level. Ja, wait, geh mal. Das ist ein Arm. Lol. Da ist ein Sushi-Laden. Wir machen Sushi. Oh. 300. Ja, gut. Wir hatten beim ersten Level überflogen. Ja, ja, wir hatten beim ersten. Also, man kriegt wesentlich mehr Score als in dem. Ja, wegen diesem Boost. Ja, ja, wegen dem Boost kriegst du sehr schnell. Schneefalke. Oh ja, gut. Ja. Und dass die beiden Köche gleichen Namen haben, Digga. Ja, weil wir auf dem PC hier spielen. Sashimi? Ja, Sushi halt. Ja. So macht man Sushi. Also erst Fisch, zusammenhauen und dann? Auf Teller. Dann gibt's noch... Achso, nee, das sind hier. Wie nennt man die nochmal? Keine Ahnung, ich hab mich so schon... Fuck, Schrimps, genau. Okay, erstmal nur Fisch. Hä, und das war's dann, oder wie? Ja. An wem muss man das geben? Du bist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ach, da! Nee, ich hab's nur nicht gesehen, wo... Hä, das war's schon. Hä, ist ja voll easy. Hey, ja, stell mal hin. Wir sind jetzt schon on fire, man kennt ihn. Ja, Mann. Digga, diese Mucke. Wir haben einfach jetzt schon fast 300. Ja, Standard. Digga, hä? Hä, das ist doch voll einfach. Warum ist denn das so leicht, Alter? Ich glaube, wir kennen die Steuerung ja schon. Ach so, ja gut, ne? Alter, ich bin in meine Displays des Tellers, Alter. On fire. Aber hier stehen die Kunden jetzt auch so, ne? Voll geil. Keine extra Wünsche. Aber ich schwöre dir, ich glaube, das Spiel, dadurch, dass es jetzt noch so leicht wird, wird es halt immer schwieriger. Jo. Und dann wird später das... wird vor allem das Werfen potenziell wichtig. Oh ja, das wird dann halt Wait, so... Wait, hier. Wetten, wir können uns auch wieder wegkicken. Wahrscheinlich, oder? Wait. Ja, können wir. Ja. Aber man wird, glaube ich, nicht gestunt. Nee, nicht mehr so man krass. Man wird nur weggeschubst. So ein bisschen. Hä? Lol. Also ich glaube, wir machen es dann wieder auch wie beim letzten, wie wir es sonst immer gemacht haben, immer drei Küchen, oder? Okay. Alter, der Score, Junge. Schau dir das mal an. Boah, wir haben noch nicht mal den Boost. Oh, halt. Hä? Hä? Lol, wie groß sind die Shrimps? Riesig. Wir haben 1008. What the fuck, man? Wir haben uns um 1000 übertroffen. Leute, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber Volcano hat gerade so übelst hart gelacht. Ja. Okay. Tastenspieler 1. Achso, das sind halt nur die Steuerung wieder. Ja. So, schau mal. Alter, wie geil das aussieht alles. Diese was Grafik. Kommt jetzt? Auch was Japanisches oder sowas oder was Chinesisches auf jeden Fall. Drück mal drauf. Rassist. Was für rassistisch. Jetzt brauchen wir 420, alles klar. So nicht so schwer. Wir machen irgendwas mit Maschinen? Also jetzt machen wir. Sushi. Ach, jetzt machen wir Sushi. Ach, es gibt doch Unterschiede. Natürlich. Es gibt Sashimi und es gibt Sushi. Ja. Ah ja, okay. Also wir müssen. Reis kochen, Fisch schneiden und wissen Sie das, Seetangblätter. Ja, und Seetangblätter draufhauen. Okay, jetzt wird's schon mal ein bisschen schwieriger. Also erstmal den Reis hier reinhauen. Jo. Der schon mal ja. Schneid den Fisch. Ja, ja. Zack, kann man ja schon direkt auf den Teller haben. Mhm. Dann noch hier das drauf. Lol, dann kommt noch so ein Sound. So ein Düdling. Hallo? Wieso laufen eigentlich in der Küche Leute rum? Was weiß ich. Der Salz hier ist. Salz, Alter. Der Reis hier ist fertig. So. Warum ist denn das so einfach, Alter? Weil... Ich würde sagen, du füllst einfach immer den Reis so auf und ja, ich kümmere mich dann halt ein bisschen um den Lachs und den Fisch und so ein Scheiß halt.
Kann ich den... Also man kann das nicht so machen. Okay. What the... Was machst du da? Hallo? Bleib mir kurz... Das Zeug. Wir sind jetzt schon... haben es jetzt schon wieder. Wir brauchen halt einfach eigentlich gar nichts mehr machen. Aber... Nachdem wir halt eh schon... Im Prinzip machen wir es einfach immer noch. Ja, ja, klar. Oh, das wird ja noch richtig... Wieso laufen die Leute hier einfach random rum? Alter! Volcano schon wieder am Ausrasten. Ja, dann gönn die allein. Oh, das kann man nicht so zusammenlegen. Dafür braucht man dann einen Teller. Alles klar. Ich hab keinen Teller abgegeben. Das heißt, wir haben... Ja. Ja, scheiß auf den Boost. Ach, Mann, ey! Jetzt bin ich gerade echt ein bisschen verwirrt hier. Warte. Ich würde das auch gerne mal mit dem werfen. Ach, da ist der Feuerlöscher auch. Alter, wir rasieren das halt komplett. Emote? LOL! Wir haben es... Yay! LOL! Facepalm! Hallo! Das kann man einfach spammen. Ja! 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 Smiley, ja! Max Smiley! Ja, 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 sie haben ihn wieder drin gemacht. Oh mein Gott, ist das cool! Ja. Egal, ich bleib dieser bärtige Bandana. Nein, ich wechsle sofort, Junge. Ich weiß, aber ich bleib der Bärtige. Warte, lass mal nicht fahren. Ja, glaube ich, das war's schon. Wie kann man Koch wechseln? Ja. LOL, wir haben den Bären. Boah, wir haben eine Piratin. Eine Fee? Eine Fee? Narwal, wie cool. Hi. Hi. Smiley. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Den musst du wählen, bitte. Nein. Oh, eine Oma, cool. Oh, Sushi-Meister. Lol. Und die Maus. Alter, der Sushi-Meister. Auf jeden Fall wieder den, Alter. Okay, warte noch, wir nochmal auf Koch wechseln. Ja. Wait, welchen gab's nochmal? Bleib der. Wollen Content. Wait, ja. Das waren doch schon drei Küchen. Das waren jetzt drei Küchen, ja. Oh. Hey, wann? Ja, doch. Also Leute, das war's dann erstmal von Overcooked 2. Dein erster Eindruck, was sagst du dazu? Geil, wir zocken sofort weiter. Einfach, ich schwöre, wir nehmen direkt noch eine Folge auf. Jetzt wird's wieder. Ist zehnmal besser als der erste Teil. Das ist halt echt. Beim ersten Teil war ich einfach frustriert und hatte keinen Bock. Und das ist einfach so geil, ich will einfach weiterspielen. Mhm. Da. Gönn dir mal die Karte alleine, das überarbeitet wurde. Weißt du, die Details cool. Einfach mega cool. Und ja, lasst eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Overcooked 2 wieder. Und bis dahin sagen wir ciao. Tschüss.